Wir haben laufend mit Erdbeben zu tun. Allerdings ist die Abteilung Geophysik nicht nur mit Erdbeben befasst, sondern auch mit der Magnetik, Erdmagnetfeldänderungen. Das ist auch ein spezieller Bereich der Geophysik. Angewandte Geophysik wie Erdöl, Vorkommen, Lagerstätten im Generellen ist auch ein spezieller Bereich. Und dann auch die Schweremessungen vom Erdkörper. Das ist wissenschaftlich sehr interessant und wichtig, das zu kennen. Aber in der Seismologie ist natürlich, das ist so der Hauptpart, weil wir ständig massiert werden. Wir sind am Puls der Erde. Und daher werten wir im Jahr über 7000 Ereignisse aus. Damit beantwortet sich auch schon eine mögliche Frage, was tut der Erdbebendienst, wenn es nicht bebt? Es bebt immer. Und eines dieser Beben könnte ja auch ein Atomtest sein. Und dafür sind wir auch zuständig, Atomtests zu finden unter diesen vielen Erschütterungen. Was könnte das gewesen sein? Wann und wo? Wie stark möglicherweise? Also das sind so die Hauptaufgabengebiete der Geophysik. Könnte das denn sein, dass wir ein derartiges Beben, dass man dann doch auch Schäden an Häusern oder was hat, auch in Österreich Ja, stattfindet? das hatten wir in den letzten 100 Jahren mehrfach, also das wäre überhaupt keine Überraschung. Allerdings muss man sagen, dieses Beben jetzt bei Bologna mit Magnitude 6 stellt so etwa die Obergrenze der letzten 1000 Jahre der Erdbebengeschichte in Österreich dar. Geologisch gesehen hat es natürlich viel stärkere Beben in noch früherer Vergangenheit gegeben, aber für die Baunorm, für das Errichten erdbebensicherer Gebäude ist es notwendig, dass man die letzten 1000 Jahre insbesondere berücksichtigt. Die Bebentätigkeit hat in den letzten 100 Jahren nicht zugenommen. Wir haben nur viel, viel mehr Messinstrumente zur Verfügung in der Zwischenzeit. Das ist exponentiell angestiegen in den letzten Jahrzehnten und daher kann man auch kleinere Ereignisse weltweit wahrnehmen. Wenn früher ein Erdbeben, sagen wir der Magnitude 5 in Neuseeland passiert ist, dann hat kein Mensch sich dafür interessiert. Heute bekommen wir das mit, wir sehen es in den Bebenkatalogen im Internet, das wird sofort über die Medien weiterverbreitet und die Leute wissen dann nicht, was sollen sie eigentlich mit dieser Information anfangen. Sie hören nur starkes Erdbeben. Starkes Erdbeben kann vieles bedeuten, von 100.000 Toten bis zu gar nichts, nicht? Das kommt darauf an, wie bevölkert eben ein bestimmtes Gebiet ist und wie groß die Magnitude dieses Erdbebens ist. Ja, und im Keller der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik befindet sich auch eine Bibliothek, die auch Interessenten, Studierenden zugutekommt, kann man besuchen. Und hier finden sich Literatur über Erdbeben, Untersuchungen und dergleichen. Das Themengebiet der Erdbeben ist sehr weitreichend und entsprechend groß ist auch diese Bibliothek.